Alles klar. Kämpfen. Los geht's. Drei Gegner? Groß ist meine Armee nicht. Aber ich habe einen Drachenfürsten. Und der ist einfach saustark. Solange er nicht mit massiv vielen Pfeilen bedrängt wird, wo ich jetzt nicht drauf geachtet habe. Aber das geht schon. Die braunen Lande müssten es sein und die sind riesengroß. Da kann ich mich aufbauen, wie ich lustig bin. Und genau das werde ich auch tun. So, dann bauen wir mal hier und hier. Alles holen. Alle Fähigkeitspunkte. So, die suchen mal nach Orks. Na also. Aber der Drachenfürst, der interessiert sich nicht für die Orks. Und die. Schau mal. Nee, 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 nee. Lass die Orks. Die Orks sind mir ziemlich egal. So, dann können wir hier bauen. Da ist der Feind. Perfekt. Feuerball. Feuerfeger. Und den da töten. Was? Einer? Wow. Das ging schnell. So, bauen wir hier noch. Hier noch. Die Spinnen suchen weiter. Da ist der Feind. Okay. Oh, da ist ein Gimli. So, dann mach mal Feuer, Feuer. Hat der Gimli das überlebt? Ja, hat er. Nun gut. Gimli hat erstmalig überlebt. Auf Dauer wird er das allerdings nicht. Ah, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Der Drachenfürst macht das schon. Dann noch ein Feuerball rein. Na also. Und wieder drauf. Irgendwann hat dann der Gimli ist halt super tanky, ne? Der hält einfach so viel aus. Aber irgendwann ist auch mal für den Schluss. So, da können wir drüber rennen. Ah ja, dann hier mal den Feuerfeger reinknallen. Gut. Die Spinnen leben noch. Habe ich dann noch alle Bataillone oder ist mir schon eins gestorben? Ah ja, eins habe ich verloren. Wo ist denn der Gimli? Der lebt da noch. Aber auch nicht mehr lang. Aha, Soldaten aus Runen nerven mich. Na gut. So, der Gimli lebt immer noch. Allerdings können wir hier mal das Zeug zerstören. Das könnte helfen. Durch was, frage ich euch, durch was? Nun gut. Da ist ein Baumeister gelaufen, das habe ich genau gesehen. So, irgendwo muss er noch einen haben. Ne? Ah ja, richtig, da vielleicht. Da, wo er das Türmchen hatte. Sehr schön, Festung steht. Dann können wir hier wieder Spinnen bauen. Sehr gut. Ja, hier jetzt noch einen Bogenschützen.
Naja, wird schon, wird schon, wird schon. Mit der Zeit wird das schon. Na also. So, einer ist noch da. Das heißt, die Spinnenreiter können sich zurückziehen. Und hier können wir noch bauen. Dann bauen wir noch ein Spinnennest. Schaden kann es ja nicht. Da oben ist er. Ah ja, da ist ein Baumeister, alles klar. So viel haben die Zwerge jetzt auch noch nicht gebaut. Okay, mehr Tunnel. Ach, irgendwo da wird schon was gehen. Gut. Dann bilden wir hier mal Spinnen aus. Jetzt ist er tot. Tja. Nun gut. Sei es wie es ist. Dann reiten wir hier mal drüber. Macht aber nichts, er wird wiederbelebt. Das passt eigentlich schon. Wird schon gehen. Wie wär's mal mit dem Baumeister? Abhauen, das sind Hobbits. Weg, weg, weg. Und ja, hier können wir ein bisschen nerven. Genau. Sehr schön, das hat so gut zerstört. Zerstört das noch. Wird schon, wird schon, wird schon, wird schon. Mit der Zeit wird das schon. Ja, dann. Na also. Okay. Ab in die Tunnel. Und dann mal gucken, wo sind die Gegner? Da haben wir Gegner. Da kommt einer raus. Und da der Rest. Müsste okay ausschauen. Denke ich zumindest. Okay. Du da rein. Du da rein. Hier dorthin. Ja, da sind noch ein paar Hobbits, Frodo und so weiter. Geben auch gut Geld. Und der Gegner haut ab. Gut, dann haben wir jetzt keine Upgrades gemacht. Ist aber auch in Ordnung. Kann ich damit leben. Ja, kann ich. Geht schon. Ich habe es eingenommen. Ein paar Spinnenreiter ausgebildet. Ist in Ordnung. Passt schon. Passt schon. Sieht gut aus. Alles klar. Gut, dann weiter geht's. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Cadol A minus Morgul. Minus Morgul. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Und Cadolan. Das wird ein bisschen schwieriger. Aber eigentlich geht's. Zwei Helden hat er. Na gut. Das Gute ist, wir haben da den Gorkil. Und das Gute bei dem Typen ist halt, er kann halt drei Drachen rufen. Drei. Das ist so, so krass. So krass. Und das werde ich nutzen. Die Drachen werden gerufen werden. Ich höre. Das Auge beobachtet und macht euch wieder an die Arbeit. Schauen wir mal, theoretisch müssten die unten sein, aber vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Erstmal schön das hier machen. Ja, da holen wir uns alles.
Die Spinnenreiter werden die erste Front. Obwohl, wartet. So. Ah ja. Und hol ihn. Oh ja, Elrond. Du hast wirkliche Probleme. Eigentlich können wir gleich hier angreifen, weil wenn der da sein Zeugs hat, ne, kann man gleich ausweiden. So, dann kannst du hier deinen Schädeltotem hinten machen. So. Den noch vernichten. Den noch vernichten. Aha. Ein Faramir. Ich rufe jetzt hier mal die Drachen her. Und renne mit denen runter. Und dann gucken wir mal weiter. Der baut eine Festung. Ja, greift's doch da mal an. Na also. So, die Spinnen sterben alle, aber scheiß drauf. Geht mir wirklich bloß darum, hier schnell zu gewinnen. Die Drachen rennen, solange sie noch Zeit haben. Was haben wir noch? Ah ja, hier ist noch ein Baumeister. Na kommt! Ist doch gewonnen, oder? Da hinten haben sie noch was. Aber mal ganz im Ernst, ist doch gewonnen. Komm schon. Oh, Stufe 5 Bogenschützen, die will ich nicht verlieren. Nach Möglichkeit nicht. Na komm, wo sind jetzt meine Gegner? Da ist der Baumeister. Und tschüss. Gewonnen. Ganz easy. Ohne Props. Alles klar. Ein bisschen was haben wir, glaube ich, verloren, aber das geht schon. Unser Reich wächst, aber Halleluja. So, sicherheitshalber. Okay, was haben wir? Wir müssen nur noch Rudaur einnehmen und hier hinten eine Verteidigung aufstellen. Das wird das Schwierigste, da hinten irgendwie eine Verteidigung hinzuklatschen. Aber ich werde es probieren. Kann ja nicht so schwer sein. Und da greifen wir an. Ah, sie ist kein Geld. Tja, schon wieder keine Kohle für mich. Den dorthin. Den dorthin. Dann vielleicht. Obwohl, da habe ich eine Feste und das passt schon. Hey. Du da. Ach, der darf nicht rückgängig, weil voll. Ja, okay, gut. Dann sei es drum. Obwohl, warte mal. Den könnte ich aber noch hier reinschicken. Na gut. Ja, bild mir noch Orks aus. Ich bin jetzt ein bisschen unschlüssig. Ich meine, hier kann ich mich verteidigen und hier relativ gut sogar. Es müsste machbar sein mit den Truppen, die ich habe. Da muss man mal sehen. Und hier greifen wir an. Genau. Der Rest bleibt, wie es ist. Drogoth bleibt in den braunen Landen. Dann kämpfen wir da gleich nochmal. Da werde ich angegriffen. Da werde ich angegriffen. Das wird gigantisch geil. Aber ich glaube, ich mache jetzt noch den Drogoth. Und dann sind wir auch schon wieder fertig für heute. Ja, da habe ich so viele Spinnen. Das schafft er nicht. Keine Chance.
der Drogoth kann halt wirklich ganze Armeen pulverisieren oder zerstäuben, in Asche verwandeln, verbrennen, verkohlen. Was gibt's noch für geile, heftige Worte mit Feuer? In ein Inferno hüllen, rösten, grillen, Barbecue veranstalten. All diese Dinge kann er machen. Aber wir wollen safe stehen. Ah, oh, guck mal einer an. Der hat sich schon wieder mit seinen Katapulten verraten. Tja, ja. Ja, lass doch die wilden Orks wild sein. Ich will mich jetzt um die Zwerge kümmern. Weil die sind bei weitem sogar wirklich am die gefährlichsten Typen hier. So. Schönes Ding. Boah, nice. So, Feuerball auf Gimli. Ja, und dann schön so angreifen. Gut, die Orks haben wir jetzt besiegt. Und die können mal ein bisschen scouten gehen. Alles klar. Macht das eigentlich Schaden? Oh ja. Damit tötet er sie sogar. Und sie kommen nicht mal weg. Gefällt mir richtig gut. Der Ring. Der Ring gehört mir. Und keiner wird mir den Ring auch wieder wegnehmen. Das ist nämlich meiner. Mein eigen. Wo auch immer der hinspringt. Aber das war eigentlich ziemlich cool. Und Bams. So, ich bin immer noch auf der Suche nach meinem Gegner. Irgendwo muss er ja sein. Nur wo ist die Frage? Ah, Axtwurf, ich verstehe schon. Und Flammenpfeile. Feuerinferno. Gut, das sieht gut aus. Sehr gut sogar. Mach mal ein bisschen Vision. Wie wär's, wenn du den Gimli noch tötest? Das wäre echt schnieke. So, ist Gimli jetzt tot? Ah, noch nicht ganz. Ja, was wollen sie noch bloß machen? Allerdings kann ich ja mal probieren, mich hier zurückzuziehen. Generell die Spinnenreiter ein bisschen abzugraden. Das müsste ganz gut gehen. Stell du dich mal defensiv hin. Oder flieg du mal defensiv durch die Gegend. So. Und hier stellen wir uns auf, wenn ich das mit den Mausklicks hinbekomme. Genau. Ja, wundert mich nicht. Der stinkt nämlich auch ordentlich. So, dann können wir da mal angreifen. Okay. Nee, warte, probier da mal das Feuerinferno. Obwohl, vielleicht doch nicht. Vielleicht lieber so. Okay. Ja, der schafft es schon.
So, Bannerträger ausbilden. Und hier nochmal erweitern. Der Drachenfürst. Wo ist der denn? Wo sind die Gegner? Ah, da hinten. Ja, ja, ja. Ganz gefährlich. Warte, 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 warte. So, hier. Feuer. Ich will, dass sie alle sterben. Oh, naja, hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Aber okay, sei es drum. Den kann man abreißen. Naja, geht schon. Er ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Held. Genau, die können wir töten. Ah, da haben sie noch einen König Dain. Wenn ich mich nicht täusche. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Da steht immer noch Zeugs von denen. Ah, siehst, die Klingen kann ich doch brauchen. Ja, siehst. Die Rüstung hätte ich mir schenken können. Ja, falsch gemacht, ja. So, die Teile hier zu zerstören gibt auch gut Geld. Ja, und die brauche ich, die Flammenpfeile. Aber ich kann noch probieren, den zu töten. Und währenddessen zerstören wir das hier. Und dann haben wir das auch schon wieder. Oh, das macht ja gut Schaden. Sieht echt gut aus. Ah, geheilt hat er. Okay. Nichtsdestotrotz, die Halle der Könige oder wie auch immer das Ding heißt, fällt. Halle der Krieger, keine Ahnung. Weg ist es. Sehr schön. Und wie angekündigt, die anderen Schlachten schlagen wir beim nächsten Mal. Ich muss erstmal wieder Platz auf den Festplatten schaffen. Hab nämlich wieder viel zu viel aufgenommen, also... Tja, ja. Alles klar. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe wie immer, dass ihr Spaß hattet. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Und wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.